Die technische Prüfstelle in der Albuinstraße, in der neben den routinemäßigen technischen Fahrzeugüberprüfungen auch Führerscheinprüfungen abgenommen werden, hat sich zu einem avantgardistischen Schritt entschlossen. Sie engagierte die erste und einzige Führerscheinprüferin Deutschlands, Frau Barbara Gödicke, die nun bei den verantwortungsvollen Entscheidungen über Führerschein, ja oder nein, ihren Mann zu stehen hat. Warum auch nicht, schließlich soll gleiches Recht für alle herrschen. Aber gerade deshalb sollte sich auch niemand der Täuschung hingeben, von einem weiblichen Prüfer etwa nur in eine besonders zarte Zange genommen zu werden. Sie biegen aus einer Nebenstraße in eine Bundesstraße ein und sehen dieses Verkehrszeichen. Können Sie daran feststellen, ob Sie sich einem beschrankten oder einem unbeschrankten Bahnübergang nähern? Ja, das kommt drauf an. Nein, das kann man nicht feststellen. Nein, das können Sie nicht feststellen, das ist richtig. Dürfen Sie als Besitzer des Führerscheines Klasse 3 auch einen Lastwagen fahren? Ja, es kommt drauf an, wie groß der Lastwagen ist. Also, die Zigarette hier, die zeigt vielleicht, dass es gar keine echte Führerscheinprüfung ist und ich in einer angenehmen Lage bin, sozusagen jetzt den Spieß umzudrehen und Ihnen die Frage zu stellen. Frau Gödicke, Sie sind die erste und einzige Fahrprüferin Deutschlands und seit 15. Januar in der technischen Prüfstelle in der Albuinstraße tätig. Welche Voraussetzungen mussten Sie als Frau mitbringen, um diesen Beruf ausüben zu können? Ja, erst einmal eine 5-jährige ununterbrochene Fahrpraxis, die bei mir schon dadurch gewährleistet war, dass ich vorher Fahrlehrerin gewesen bin. Und der Besitz sämtlicher Führerscheine, der ja auch schon vorher selbstverständlich war. Und dann noch eine Prüfung, die ich machen musste. War die sehr hart? Naja, es ging doch, ja. Wie sind Sie überhaupt zu diesem doch recht unweiblichen Beruf gekommen? Meinen Sie jetzt der Beruf als Fahrlehrerin oder als Prüferin? Ja, ich meine die ganze Branche, ne? Ja, eigentlich aus Liebe. Erst aus Liebe zu einem Mann, dann aus Liebe zur Sache, nachdem das Erstere kaputt gegangen war, nicht? Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gerne Fahrlehrerin gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und allerdings macht mir meine jetzige Freude, Arbeit genauso viel Freude. Also die Liebe zum Beruf ist geblieben. Die ist geblieben, auf jeden Fall. Ja. Nun wird das nicht alleine abhängen von der Intelligenz und dem Können, das Sie mitbringen, sondern auch von der Frage, inwieweit Ihre männliche Umwelt hier in der technischen Prüfstelle mit der Gleichberechtigung der Frau in dieser Branche einverstanden ist. Ja, da hatten Sie ja nun schon ein Dreivierteljahr Gelegenheit, sich an mich zu gewöhnen. So lange arbeite ich nämlich schon hier. Das ist eine Voraussetzung, auch noch eine halbjährige Arbeit hier auf der technischen Prüfstelle. Ja. Sie nehmen sowohl die Fahrprüfung ab, als auch die theoretische Prüfung für den Führerschein. Ja. Haben Sie sich vorgenommen, besonders streng zu sein? Ich habe mir vorgenommen, besonders gerecht zu sein. Das ist ein sehr schönes Ideal für Ihren Beruf. Ich darf vielleicht aber trotzdem mal die Frage stellen, ist es vorgekommen, dass so mancher Mann in letzter Konsequenz dann die Zuflucht sucht zu dem unerlaubten Mittel des Flirts? Nein, das kommt hier gar nicht in Frage. Nein. Alles ganz technisch, sachlich und nüchtern. Ja, na, selbstverständlich. Wir wollen jetzt noch mal einen Blick in die Praxis werfen und nehmen einen kleinen Szenenwechsel vor. Sim Salabim. Frau Bierhals, Herr Werner. Herzlichen Glückwunsch, Herr Werner. Ich gratuliere Ihnen auch. Nun halten Sie also den begehrten Schein in Ihren Händen. War es denn sehr schwer? Ja, es war sehr schwer. Wir haben sehr, sehr viel lernen müssen. Aber war es denn schwerer, als wenn Sie einen Mann geprüft hätte? Nein, das nicht. Im Gegenteil. Ich war sehr angenehm überrascht. Mhm. Waren Sie irgendwie darauf vorbereitet? Ja, mein Fahrlehrer sagte mir kurz vorher, dass eine Dame uns prüfen wird. Ja. Haben Sie sich in Ihrer männlichen Würde irgendwie beeinträchtigt gefühlt, dass Sie Ihr Fachwissen hier vor einer Frau darlegen mussten? Nein, gar nicht. Nun ja, es gibt eine Zahl, dass ungefähr ein Drittel aller Fahrschüler bei der Prüfung durchfallen. Das variiert natürlich. Bei Frau Gödicke war es bisher nur ein Viertel, also weniger. Das ist sicherlich nur ein Zufall. Wir wollen auch nichts prophezeien, aber vielleicht ist es doch so, dass Frauen nicht nur bessere Diplomaten, sondern auch bessere Fachprüferinnen sind.